Achtung, das Video hat einen wissenschaftlichen Zweck. Handlungen im Video bitte nicht nachmachen, weil das gefährlich ist. Wir sind Profis und testen im Sinne der Bildung. Hallo Leute und willkommen bei Timon. Bald ist Halloween. Wir laufen wieder in gruseligen Masken herum. Letztes Jahr haben wir ein Video dazu gedreht. Könnt ihr euch gerne anschauen. Verlinke ich euch am Ende des Videos im Fenster, was zu sehen sein wird. Wie es am Halloween üblich ist, schneiden alle Kürbisse aus. Wir werden aber nicht nur was ausschneiden, sondern auch ein Challenge zwischen Natrium und Riesenböller machen. Leute, und prüft unbedingt, ob die Glocke aktiv ist. Viele Videos werden euch gar nicht angezeigt. Also, wer das Video mit Natrium und Wassermelone gesehen hat, weiß, wie spektakulär das war. Wir haben schon einige Videos mit Natrium auf unserem Kanal. Haben euch oft genug erklärt, wie die Reaktion funktioniert. Gegensatz zu Lehrer im Chemieunterricht nehmen wir größere Mengen Natrium für unsere Experimente. Dieses Mal wird Kürbis unser Testobjekt sein. Zuerst werden wir aber Halloween-Gesicht ausschneiden. Oben runterschneiden, alles was drin ist herausnehmen. Danach malen wir ein Gesicht auf Kürbis. Augen, Nase, Mund mit Zähnen, danach ausschneiden. Das ist rausgekommen. Wir werden zwei Experimente machen. Im ersten Kürbis stecken wir Natrium und in den zweiten Riesenböller. Wir testen, was stärker ist und was mehr Schaden anrichtet. Leute, schreibt mir in die Kommentare, welches Kürbis euch am besten gefällt. Der linke oder der rechte? So Leute, lasst uns anfangen. Wir packen Natrium aus. Wir werden heute 5 Stücke Natrium verwenden. Zuerst müssen wir die Schutzkleidung anziehen. Okay Leute, los, lasst uns anfangen. Heftig! Habt ihr das gesehen? Die Stücke wurden über 10 Meter weit verteilt. Erst flammte das Wasserstoff im Kürbis auf, dann zerreißte es in 1000 Stücke. Jetzt liegen die hier überall verteilt. Ich dachte, es wird so wie mit Kokosnuss. Wir haben aber noch einen Riesenböller. Den stecken wir in Kürbis, zünden ihn mit Gasbrenner und schauen, was dann passiert. Oh, das war auch heftig, Leute. Das Heftigste war aber das Knall. Ich musste das im Video runtersetzen, damit das für euch nicht so laut ist. Meiner Meinung nach war das mit Natrium heftiger. Wir können aber abstimmen. Klickt oben rechts und stimmt ab, was euch am besten gefallen hat. Natrium oder Böller? Like das Video, Leute, schreibt mir in die Kommentare, wo ich noch Natrium reinstecken soll. Teilt das Video mit euren Freunden, abonniert meinen Kanal, um kein Video zu verpassen. Und bis bald!